Cook, Serve, Delicious. Let's play. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, da sind wir wieder bei einem neuen Projekt. Ich muss gestehen, das Ganze war ziemlich spontan. Oder anders gesagt, so gar nicht geplant. Ich habe das Game irgendwie vor Monaten schon mal gesehen. Aber mich hat damals der Preis ein bisschen abgeschreckt. Das waren, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht mehr. Billig war es nicht. 16 Euro oder 18 Euro oder sowas. Da war es mal ein bisschen zu viel. Vor allen Dingen auch, ja, weil es halt komplett Englisch ist, leider Gottes. Aber gereizt hat es mich schon, weil ich halt damals die Spiele geliebt habe, so wie Pizza Connection oder allgemein halt an Essen und Kochen interessiert bin speziell und auch so Fernsehshows mag wie Kitchen Nightmares oder sowas. Das kennt ja bestimmt der ein oder andere. Ja, deswegen gereizt hat es mich schon und jetzt war es halt im Humble Bundle für ein paar Cent. Konnte ich nicht widerstehen. Ja, und ich wollte es eigentlich ganz normal ausprobieren. Aber da dachte ich mir, hey, ich nehme euch einfach mit. Warum eigentlich nicht? Das Ganze ist auch noch so eine Art Battle Kitchen Edition. Keine Ahnung, was das heißt. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich habe noch überhaupt nicht gespielt. Ich war nur im Hauptmenü und in den Optionen. Leider kann man den Spielsound und die Musik nicht unterschiedlich leise oder lauter machen. Das kann sein, dass ich dann irgendwann die Musik noch ausmache, wenn sie nervtötend wird. Das wäre nicht das erste Spiel. Man kann es wohl mit Gamepad spielen oder mit Maus und Tastatur. Ich mache natürlich Maus und Tastatur. Und wie ich halt schon sagte, es ist halt auf Englisch, aber ich denke, das wird schon kein Problem sein. Entwickelt wurde das Ganze übrigens von Vertigo Gaming. Kam 2013 raus. 2016 soll sogar ein zweiter Teil rauskommen. Ja, und ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Also, wie gesagt, ich weiß so gar nicht, was mich erwartet. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen wie so ein Minigame. Aber ja, wie gesagt, so just for fun. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass es eine riesen Playlist wird, aber wir gucken jetzt einfach mal. Press Enter for Keyboard and Mouse Control. Ja gut, das ist klar. Ah, da geht's auch schon los. Ihr seht, ich habe es noch gar nicht gespielt. Jetzt probieren wir mal einfach. Welcome to Sherry Soda Tower, okay. This historical building was once home to the luxurious Cook Serve Delicious restaurant, but has since been in disrepair along with the rest of the tower. However, the recent economy boom has filled this tower to capacity and the owners of the tower would like to reopen the Cook Serve Delicious restaurant and put you at the helm. You'll need to take this now zero-star cafe and turn it into a five-star world-class restaurant. So first we learn this basic very quickly. But before we do that, we need to see how much you're willing to handle. Ja, es war ein historisches Gebäude und es war einmal die Heimat des luxuriösen Cook Serve Delicious Restaurant. Aber es ist seither verfallen, so wie der ganze Rest dieses Hochhauses, ja, dieses Wolkenkratzers. Aber dennoch, durch diesen ja, Wirtschaftsboom wurde der Wolkenkratzer wieder aufgefüllt. Also das ist wahrscheinlich ein Bürogebäude oder sowas. Und die Besitzer des Wolkenkratzers wollen quasi das Restaurant wieder neu eröffnen und setzen dann mich halt quasi in den Chefsessel. Ja, und weiter steht hier, man muss jetzt einfach dieses 0-Sterne-Café in ein 5-Sterne-Restaurant verwandeln. Zuallererst muss ich aber erstmal die Basics quasi kurz lernen. Und bevor ich das jetzt überhaupt beginnen kann, müssen sie erstmal quasi rausfinden, wie viel ich bereit bin, quasi ja, dort zu arbeiten oder damit umzugehen. Alles klar. Choose a difficulty level. Standard difficulty is the norm for Cook Serve Delicious, which can prove to be very difficult for many users, but over time you will gain a great understanding in cooking food perfectly, serving many customers as you progress through your career, building your perfect menu and winning various special events. Perhaps one day your skills will rise to the level of Iron Cook. It all starts here. Ja, es bedeutet halt einfach, die Standardschwierigkeit ist die Norm für Cook Serve Delicious und das kann für die meisten Spieler auch sehr schwer sein. Aber mit der Zeit wird man halt immer besser, bekommt ein besseres Verständnis fürs Kochen, für die Gäste, für das perfekte Menü. Ja, und irgendwann wird man in der Karriere halt immer besser und kann vielleicht sogar irgendwann mal das Level des Iron Cook, also des Eisernen Kochs, gewinnen. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal Standard. Das scheint mir das Richtige zu sein. Gerade als Anfänger und ich spiele eigentlich die meisten Spiele auf Normal. Okay. This is your main restaurant serving area. Also das ist quasi von meinem Restaurant, die Theke quasi, wo ich das Essen serviere. Doesn't look the best, sieht nicht besonders gut aus. But hey, we'll fix it up in no time. Also wir werden es in
in kürzester Zeit wieder vernünftig aufbauen. You can press the bottom right pause button or hit escape to pause the game at any time during the day. Ja, ist soweit klar, man kann halt pausieren. Entweder hier mit dem Pause-Button oder mit Escape. Click here to continue. To the left is your prep stations. With four, we will start with four, but we will earn more as you gain stars for your restaurant. You can take orders and serve food from here. So let's give it a try. Also Prep Stations sind, wo quasi die Bestellungen reinkommen. Also bisher kann ich vier Bestellungen quasi annehmen. Aber man kann noch welche dazu gewinnen, wenn man mehr Sterne bekommt. This is a customer ticket. Press the number on the keyboard, in this case 1, to start order. Also einfach die 1 drücken, um die erste Bestellung entgegenzunehmen. Okay. You now have the corn dog order in front of you. The right menu shows which keys to press for what ingredients, also also man hat den Corn Dog jetzt vor sich und im rechten Menü sieht man, welche Zutaten, ja, welchen Buchstaben haben. Also K für Ketchup, M für Mustard, was Senf bedeutet. The right menu shows which keys to press for what ingredients and the bottom ticket is how the customer wants the food made. Okay. Also unten sieht man quasi, wie der Kunde seinen Corn Dog quasi haben möchte, ob er das oder das möchte. Once you're done with the order, press Enter to serve. Also wenn man fertig ist, einfach die Enter-Taste hitten und dann ist man fertig. Also quasi der Classic Corn Dog, der Gast möchte quasi Ketchup und Senf auf seinem Corn Dog. Also muss ich quasi K und M drücken. Und dann Enter, um es zu serven. Great job. There are, also gut gemacht. There are three different types of satisfaction levels. Auf gut Deutsch, es heißt, es gibt eben drei Level der, ja, Zufriedenheit, wenn ich das mal so nennen darf. Perfect orders, das heißt einfach keine Fehler gemacht, no mistakes. Customer is happy, also der Kunde ist zufrieden und kommt wieder. Durchschnittlich heißt, Customer ist nicht happy, also der Kunde ist nicht fröhlich damit oder nicht zufrieden. Es sind Fehler gemacht worden und er kommt vielleicht nicht zurück, might not come back. And bad orders, customer is angry, also der Customer, also der Kunde ist böse. Doesn't pay, er zahlt nicht. And lots of mistakes made, es werden, wurden sehr viele Fehler gemacht. Und er will auf jeden Fall dann nicht wiederkommen. Strive for those perfect orders. Ja, heißt einfach, man soll nach den perfekten Bestellungen streben. You can also use your mouse to complete orders. Try using the mouse for this order by clicking the customer or, order ticket. Also man muss jetzt nicht die 1 und das alles drücken, man kann auch klicken. Also 1. Now try clicking the red keys on the instruction menu on the right to place the ingredients. Ja klar, man kann hier dann die Zutaten auch per Maus auswählen. Und halt Enter to serve. The red dog, just ketchup please. Also ketchup. Und Enter. Geht auch so. Einfach per klicken. Great job, also gut gemacht. Just learned how to serve a customer. Also du hast gelernt, wie du einen Kunden bedienst. Now let's try try more complex food. Also jetzt lasst uns mal was ein bisschen komplexeres probieren. That requires you to cook before serving. Also etwas, was man auch erstmal kochen muss, bevor man es quasi servieren darf. You can now use the mouse and or keyboard for the remaining foods. Also man kann jetzt machen, wie man möchte. Klicken oder per Tastatur. The burger requires you to cook the meat, also der Burger. Und da muss man das Fleisch natürlich erstmal braten, before preparing the food. Klar, also bevor man das quasi zusammenstellt, muss man quasi das Fleisch braten. Okay, click or use the keyboard to call up the order to begin. Also klar, man soll halt jetzt anfangen. Okay, sie will den Original, one meat patty, also nur ja, ganz normal, also nur klassische Burger. Looks like you only need one meat patty for this order. Also sieht danach aus, als braucht man nur einen Burger patty, also diesen, ja, diese Burgerscheibe für diese Bestellung. Place just one patty on the grill and then press enter to start cooking. Also man muss jetzt quasi das Fleisch auf den Grill legen mit M. Jetzt brät es. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt verbrennen kann oder sowas. Oder ob es einfach fertig wird, das weiß ich jetzt nicht. Es brät auf jeden Fall. Ich lasse es jetzt mal liegen. Ich glaube, ich muss sogar noch Enter drücken, oder? Kann das sein? Ah, okay. The burger is now cooking, also der Burger brät jetzt. You need to wait a few seconds for the meat to grill. Also man muss ein paar Sekunden warten, bis es gegrillt ist. At the right temperature before serving. Also es muss halt mit der richtigen Temperatur sein. Klar, sonst verbrennt es halt oder ist zu kalt. Once the order turns blue, also wenn es blau wird, die Bestellung, it's ready to be prepped. Also dann kann man es vom Grill nehmen, wenn es blau ist. Select the order too soon or too late. Also wenn man es zu früh oder zu spät nimmt, also klickt,
And your customer will have a raw, also ein roher Burger oder einen verbrannten Burger. And will likely have a bad rating. Also klar, das gibt eine schlechte Bewertung. Also es muss blau sein, sonst ist es verbrannt oder roh. The burger is ready for additional prepping. Also jetzt kann man die Zutaten dazulegen, Salat und so. Click on it or press 1 on your keyboard. Also jetzt kann man es halt einfach vom Grill nehmen. So. Complete the order and then press or click the enter button to serve the burger to the customer. Also jetzt muss man es halt belegen, das Patty liegt schon. Und wenn man denkt, ist es fertig, einfach servieren. Okay, original will sie haben, also the original, das ist also meat, also Fleisch. Lettuce, das ist einfach Salat. Bacon, also Speck. Cheese, ist klar, Käse. Und Tomatoes, also Tomaten. Ich glaube, sowas wie ein Deckel gibt es jetzt hier irgendwie nicht. Also nochmal ein Brötchen oben drauf. Ich sehe es jetzt zumindest nicht. Obwohl, ich habe, glaube ich, das Meat noch gar nicht draufgelegt, könnte es sein. Hoppla, jetzt habe ich nochmal Bacon gemacht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ach, egal, jetzt mache ich das Meat noch drauf. Ich hatte nämlich das Meat vergessen. Jetzt habe ich halt zweimal Speck gemacht. Das war zwar nicht das, was ich wollte. Verdammt. Aber, naja, es schmeckt hoffentlich trotzdem. You didn't quite get the order right. Oh, okay, ich habe es nicht richtig gemacht. But that's okay. Es wäre in Ordnung. You can always set different keys for different ingredients. Man kann also für, ja, verschiedene Buttons, also Keyboard-Buttons für die verschiedenen Zutaten halt quasi zuteilen. Also im Menü quasi. Man kann sich selber das zuteilen, was man haben will. If you don't like the defaults, also wenn ich sagen will, ich will statt M für Mustard, will ich S für Senf, dann kann ich das auch machen. Das war natürlich jetzt falsch mit dem Burger, aber naja, wir lernen das ja noch hier. Machen wir mal weiter. There are two types of orders that you'll find in Cook Serve Delicious. Also es gibt zwei Typen von Bestellungen in diesem Spiel. When an order is highlighted blue after cooking, it will require additional prep work. Also wenn es blau ist, braucht es noch zusätzlich danach noch Bearbeitungsmaßnahmen, sag ich mal, so wie der Burger. Quasi, man hat es gebraten, man muss aber noch Salat und so dazulegen. When an order is highlighted yellow, it requires no more prep work. Also dann, wenn es gelb ist, kann man es so servieren, wie es aus dem Ofen kommt. Beziehungsweise, ich glaube, das bedarf nicht mal einem Ofen. It's require no more prep work and is ready to be served to the customer. Ja, so wie ich gesagt habe. Simply select it to serve immediately. Also man soll es dann auch gleich raushauen quasi. You can only prepare one order at a time. Das heißt also, man kann halt nur eine Bestellung pro Zeit, oder pro Zeit ist gut, also eine Bestellung gleichzeitig quasi, ja, vorbereiten. Also mehr geht halt einfach nicht. Nicht zwei oder drei Stück gleichzeitig. Okay, alles klar. Soweit ist das jetzt auch logisch. However, you can serve yellow cooked served orders to customer immediately, even when prepping a different order. Also man kann quasi die gelben schon raushauen, wenn die blauen noch am Kochen sind. Simply press the number, click, je nachdem wie man will, on the order to serve at any time. Also man kann es auch raushauen, wenn man will. Klar, selbst wenn es noch roh ist oder sowas. Customers won't wait around forever, also sie warten nicht für immer deine Gäste. To have their food order taken, also das wird halt, ich kann mich nicht ewig Zeit lassen, ihre Bestellung zu nehmen. Seht ihr, jetzt hat er sich quasi verpieselt. You notice that this food is slowly disappearing from the screen, also es wird immer weniger, bis es dann halt weg ist. If it goes away, also wenn es weggeht, komplett, the customer will leave angrily, dann geht der Kunde einfach sauer wieder quasi aus dem Restaurant raus. And it will cause bad buzz for your restaurant, klar, das ist ein schlechter Ruf dann. There are ways of extending customer patience via equipment menu. Also wenn man kann quasi die Geduld erhöhen im Equipment Menü. Mit Spiel unlocked are later in the game. Also später wird noch was freigeschaltet, mit dem man die Gäste quasi noch ein bisschen geduldiger stimmen kann. Ich vermute mal vielleicht einen Fernseher aufhängen oder keine Ahnung, Babes oder sowas. There are also chores to contend with, but that's enough tutorials for now. Ja, es gibt wohl abseits des Kochen noch andere Arbeiten, über die sie aber im Tutorials nicht sprechen wollen. Das auch noch, vielleicht abspülen oder sowas. You can always select practice chores in the tutorial menu to try out all the chores you need to complete daily. Ja, und für diese extra Arbeiten gibt es wohl auch noch ein Tutorial, aber ich will es mir auch nicht vorwegnehmen, deswegen das lassen wir jetzt einfach mal. And with that, you just learned the basics of cooking and serving. Na also. Great job! Now let's dive into the managing part of Cook Serve Delicious. Also das Kochen haben wir jetzt gelernt, jetzt gibt's den Manager Part, which is vital in customers are always flowing into your restaurant. Ja, ist halt wichtig, damit weiter auch Gäste kommen, sonst kann ich für niemanden kochen, wenn keiner da ist. Der Manager Part. Okay, this is your main managing menu, also das ist das Hauptmanager Menü. From here you can control your food menu, buy new items and whole lot more. Also hier kann man quasi
das Menü quasi erstellen, neue Items quasi kaufen und noch vieles mehr. You work from 9 a.m., also von 9 Uhr morgens, to 8, Quatsch, to 8, to 10 p.m., also 10 Uhr abends at the restaurant. Then between each day you'll come back to this menu to plan out your business. Also zwischen den Tagen kommt man immer wieder auf diesen Screen oder dieses Menü zurück, um eben den Business-Teil zu planen, den Manager-Teil eben. Denn man ist ja nicht nur der Chefkoch. Okay, jetzt habe ich geklickt, aber jetzt macht er nichts. Was muss ich tun? Enter? Nein. Ach, next page, okay. Alles klar. First, we'll need to buy some food to put on your menu. Okay, man muss natürlich ein bisschen was aufs Menü, also aufs Menü, auf die Menükarte setzen, sonst kann man ja nichts anbieten. You have a starting budget, also man hat Startgeld, klar. That should allow you to purchase 3 to 5 foods out of the initial 20 that's offered. Also man hat quasi genug Budget, um 3 bis 5 von diesen Gerichten quasi auf die Karte zu setzen. You can do that via view by food menu. Okay, man kann das also mit diesem View by Food Menu quasi dann, also mit diesem Menü über das Essen dann quasi, ja, kaufen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon machen kann. Nee, ich glaube, wir müssen mir ja schon ein bisschen erklären. Machen wir mal weiter. You notice a few foods require a piece of equipment before you can buy them. Ja, ist klar, manche ja, Gerichte brauchen natürlich spezielles Equipment, ist klar. You can go to the Equipment Menu to purchase a stove, a grill, also um quasi, keine Ahnung, einen Kochtopf oder einen Grill oder ein Fritteusengerät, also ja, Deep Fryer, to expand the selection of food you can buy. Also klar, man braucht halt die Gerätschaften, um seine Karte zu vergrößern. Wie gesagt, irgendwie halt ein Dings, so eine Art Kochtopf oder Dämpfer oder wie man sagen will und ein Grill und ein Fritteusegerät, ja, zum Beispiel. The Equipment Menu will be expanded even more once you've completed your first day. Okay, es wird auch immer größer, also dieses Equipment Menu, das wird immer, ja, pro Tag immer mal ein bisschen was dazugelegt. On the left of any food are a series of boosters and detractors, also quasi, ja, schlechte und gute Eigenschaften des Essens. These are elements of foods that can help or hurt your business by bringing in more customers during the day or run them off entirely. Also diese Booster können quasi die Kundschaft anziehen oder sie vertreiben. Your potential daily intake of customers is displayed as a percentage called buzz, from the lowest at 0% to the absolute max at 100%. Verstehe ich so, dass quasi das maximale Volumen, was mein Restaurant quasi am Tag aufnehmen kann, mit diesem Buzz gezeigt wird, wie viel Auslastung, von 0% bis 100%. 0% ist es keiner da, 100% ist es Full House. Buzz is vital in keeping customers. Okay, das heißt also, dieses Buzz, diese Prozente hier, sind quasi wichtig in Bezug auf das Halten der Gäste, das Dableiben der Gäste. Also so verstehe ich das jetzt jedenfalls. The higher your buzz, also je höher dieses Buzz ist, the faster customers will come through the door during the day. Also je höher, klar, desto besser. Perfect orders gain buzz, also wenn man quasi die perfekten Bestellungen bearbeitet, steigt dieser Zähler für den nächsten Tag. Also average orders, also normale, also Durchschnittsbestellungen, bringen dem Buzz quasi gar nichts. Man verliert aber auch nichts. Und schlechte Orders, also schlechte Bestellungen, ziehen diesem Buzz was ab. Das ist einfach so eine Bewertung von 0 bis 100. Also, ja. You can see all of this in action in your daily Buzz Menu. Also, man kann das alles sehen, quasi in diesem Buzz Menu. Also, das ist einfach ja, je höher, desto besser. Wenn man 100% hat, rennt sie einem die Bude ein. Bei 0% hat man gar keinen Gast. Klar. Und je nachdem, ob das Essen gut oder schlecht ist, verändert sich das. Okay. Once you've bought foods, you'll need to add them to the active menu. Klar, wenn man Essen gekauft hat, muss man es aufs Menü setzen. The active menu is a menu board that your customer will be able to order from during the day. Klar, das ist einfach die Speisekarte, die man dann erstellen kann. You can serve up to 6 different foods per day. Also man kann maximal 6 Gerichte am Tag anbieten. You must plan out your menu each day to balance out with foods gain to most buzz and which combination works best. Also es ist wohl so, dass man auch die Speisen so dann auf die Speisekarte setzen muss, also die Menüs und Gerichte, dass es halt am besten mit diesem Buzz zusammenpasst.
und in welcher Kombination am besten zusammenpasst. Also ein bisschen wie Pizza Connection damals. Ich denke, da wird es auch so Trends geben, dass dann auf einmal Fleisch im Trend ist oder Tomaten im Trend sind. Man muss halt gucken, dass man immer im Trend bleibt und die Wünsche der Gäste quasi damit stillt. Some food boosters and distractors only allow to serve them for 2 straight days before causing bad buzz, as customers always crave new items. Some food stay fresh forever. Ja, also manche Food Booster oder ja, Veränderer oder wie man sagen will, also oder Verschlechterer, die halten nur für 2 Tage. Ja, man kann wohl essen damit halt quasi boosten, aber wenn man es länger wie 2 Tage nutzt, dann ist es eher negativ. Geil. Ja, und manches Essen bleibt halt quasi durchgehend frisch. So. And those are the basics of Cook Serve Delicious. Once new opportunities open up, you'll get some helpful emails. So go visit your main menu and check out your email client. Buy some food and equipment and get prepped for your first big day. Good luck. Ja, heißt einfach, das waren die Basics von Cook Serve Delicious und immer wenn neue Gelegenheiten quasi da sind, ich denke, das werden so Quests oder so sein, bekommt man E-Mails, man soll allgemein seine E-Mails checken, man soll Essen kaufen, Equipment kaufen, sich ja, für den ersten Tag quasi vorbereiten und sie wünschen einem einfach ja, viel Glück. Okay. Ich denke, mit diesem Main kann man jetzt zum Hauptbildschirm zurückkehren und loslegen, aber das, Leute, das seht ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss!